Liebe Probanden, heute zeige ich euch, wie ihr euch die nächsten 6 Wochen dehnen dürft. Und zwar drücken wir das Bein, das gedehnt wird, 8 Sekunden lang mit maximaler Kraft in den Boden, lassen dann kurz locker, spannen dann die Oberschenkeloberseite an, maximal 8 Sekunden lang. Lassen wir locker und dehnen die Oberschenkelrückseite durch nach vorne dehnen. Jetzt wiederholen wir nochmal 8 Sekunden maximal das Bein in den Boden drücken. Kurz locker lassen, die Oberschenkeloberseite anspannen, 8 Sekunden maximal kontrahieren und dann nach vorne dehnen. Dehnung 8 Sekunden halten. Und noch ein drittes Mal 8 Sekunden das Bein maximal im Boden drücken. Kurz entspannen. Oberschenkel, Vorderseite 8 Sekunden maximal anspannen. Dann nochmal 8 Sekunden dehnen. Das Ganze machen wir jetzt nochmal mit dem anderen Bein. 8 Sekunden maximal in den Boden drücken. Kurz entspannen. 8 Sekunden die Oberschenkelvorderseite anspannen. Und nach vorne dehnen. Und wieder 8 Sekunden maximal in den Boden drücken. Kurz entspannen. Oberschenkel, Vorderseite anspannen. Und nach vorne dehnen. 5, 4, 3, 2, 1. Und ein drittes und letztes Mal. 8 Sekunden maximal kontrahieren. Kurz entspannen. Oberschenkel, Vorderseite maximal anspannen. Und nach vorne dehnen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt wird wieder das Bein gewechselt. Das Ganze wiederholen wir 3 Mal. Also 3 Durchgänge pro Bein. Insgesamt 9 Stretches pro Bein. Und das dürft ihr dann in den nächsten 6 Wochen machen.